Jo, hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen FLAF Legacy Video. Heute machen wir, weil aktuell das Segen-Event läuft, da mache ich eigentlich immer gar nichts. Räumen wir mein gesamtes Gacha-Lager auf, Begleiter-Gacha-Lager. Ist auch ganz schön viel. Ja gut, zwei Seiten waren noch frei, aber ja, war schon einiges. Also müsste auf jeden Fall für ein, zwei Level-Ups reichen. Das auf jeden Fall knapp 30.000. Naja, es werden über 30.000 Herzen werden. Ja, oder? Ja, doch, 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 doch. Genau. Und das machen wir, und was ich schon ewig nicht mehr gemacht habe, ist Runen- und Elementkarten. Also ich habe über 1.000 Elementkarten, glaube ich, sogar bei manchen. Also das ist ziemlich heftig. Und hier können wir uns ein Upgrade, zwei Upgrades und leider keine drei Upgrades leisten. Aber auf jeden Fall ein bisschen Kampfkraft durch den Drachen. Und ja, genau, ich habe über 1.000 Stromkarten und ja, generell einfach ziemlich viel Zeug, weil ich das schon ewig nicht mehr gemacht habe. Vorher öffnen wir aber noch meine Geschenkboxen, weil das tatsächlich nur 66 Stück sind. Oh. Ja, gut, wobei, dann öffnen wir die im Nachhinein wahrscheinlich erst. Dann gehen wir in die Schmiede, Element-Upgrade, boom. Wie viel können wir uns holen? Ja, wird das für drei reichen? Wahrscheinlich nicht. Ach so, wartet mal, ich muss noch kurz meinen Penya in Sicherheit bringen. 119, 2, 9, 6, 3, 1, 7. Boom. Genau, dann ist das schon mal in Sicherheit gebracht. Dann Element-Upgrade, zack. Boom. Ja, reicht nicht für 2. Für 3. 74 von 80, okay. Das bringt zwar eh fast gar nichts, aber auch cool. Dann hier können wir uns vielleicht viermal leisten. Yes. Okay. Hey, 6000 Kampfkraft. Let's go. 1, 2. Oh, hier können wir uns 3 leisten. 75 von 80 bei Wind. Okay, okay. I take it, I take it. Und hier haben wir 1, 2. Wow. 600 Kampfkraft. Ja, talk about nutzlos, würde ich sagen. Dann Runen-Upgrade. Das wird jetzt echt ätzend, weil das wird 100 Jahre dauern, weil es über 600 Runen sind. Uiuiuiuiui. Ich hoffe, ich bringe das irgendwie schnell durch. Ich habe das schon lange nicht mehr gemacht. Boah, 600, ey. Was habe ich mir da nur gedacht? Warum habe ich das nicht gemacht? No. No. Warum habe ich das so lange nicht mehr gemacht, ey? Oh, oh Mann. Das ist echt so ätzend. Also wie kann man nur ein Programmierer sein? Das Spiel ist aus dem Jahr 2017, also entwickelt wurde es wahrscheinlich 2015, 2016. Also geht's noch? Wie kann man denn Leute ernsthaft dazu zwingen, hier 600 Mal auf den Button zu drücken? 5 Mal pro Item. Ich meine, gut, keiner zwingt die 600 Dinger zusammen, aber genauso ätzend ist es ja, sobald du eine Rune droppst, jedes Mal in dein Inventar zu gehen oder in die Schmiede zu gehen. Und dann zu upgraden, ist ja genauso ätzend. Da drückst du ja trotzdem 600 Mal. Also, was für eine Zeitverschwendung. Also, das ist wirklich geisteskrank. Also, wie das durchgegangen ist, keine Ahnung. Das kann ich wirklich nicht nachvollziehen. So, das ging jetzt sogar relativ schnell, sage ich mal, in Anführungszeichen. Schnell. Ich probiere mein Bestes, sage ich euch. Ich mache hier Double Finger Setup. kann man falsch verstehen. Ja. Das ist eigentlich das Schnellste, was geht. Also quasi mit zwei Fingern zeitgleich auf den Button drücken. Sozusagen immer abwechselnd, aber ganz, ganz schnell. Dass du quasi wie eine Maschine drückst. Was upgraden wir hier gerade überhaupt? Max LP? Ne, Genauigkeit. Das ist so absurd. Hello? Na endlich, Alter. Uff. Danach erstmal zum Physiotherapeuten, ey. Nach der ganzen Anstrengung hier. Ja, es ist. Ich weiß nicht. Also bin ich der Einzige, den das so aufregt?
Also ich meine, ich weiß nicht, wie macht ihr das denn? Sammelt ihr eure Runen nicht lange und benutzt dann alle auf einmal? Also ich meine, ich drücke doch nicht jedes Mal, wenn ich in den hängenden Dungeon gehe, danach alle meine Runen durch. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendjemand macht. Und wenn doch, dann frage ich mich nur, wieso. Gut, klar, genauso kann man auch fragen, warum hast du jetzt so viele gesammelt, wenn es dich so aufregt, so viele auf einmal zu benutzen? War nicht mit Absicht. Ich habe es tatsächlich einfach vergessen. Normalerweise sammle ich nur so 200 bis 300. Da geht das quasi doppelte bis dreimal so schnell. Jetzt, das ist schon ein bisschen extrem. Also allein 3000 von diesen Drecksdingern in die Waffe zu ballern, das ist schon crazy. Das ist wirklich crazy. So. Extra Schaden. Woo. Ich weiß gar nicht, wie viel Kampfkraft ich am Anfang des Videos hatte. Ich glaube irgendwas mit 36,1 Millionen. Ja, diese 50 Millionen, die ich gesagt habe, die ich bis zur Wiedergeburt warten will, ne? Wenn das so weitergeht, brauche ich dafür noch ein Jahr oder so. Also jetzt ohne Spaß. Meine Ruhmpunkte-Trophäe ist fast fertig, meine letzte. Wenn die fertig ist, kriege ich quasi gar keine Kampfkraft mehr. Einfach so. Dann wirklich nur noch durch Events. Und, ja, das ist bald soweit. Also ich glaube, ich bin jetzt bei der vorletzten Stufe bei 70% oder so. Also ich stehe kurz vor nie wieder Kampfkraft bekommen. Gut, die Begleiter geben noch ganz gut, aber das kostet mittlerweile so krank viele Herzen. Ich meine, ihr habt es ja gesehen. Keine Ahnung, jetzt 3 Wochen lang Begleiter-Gacha gesammelt oder so. Oder 2 Wochen vielleicht. Und ja, gerade mal 2 Upgrades drin gewesen. Und dann auch nur 30.000 Kampfkraft oder so. Ist nicht gerade viel. Klar, die geben dann später auch mal wieder 60.000 oder so, aber halt auch nur alle Jubeljahre mal. Okay. Dann Maximum bereits erreicht. Hier geht noch was. Was ist das? Warum gibt es 6 Kampfkraft teilweise? Warum gibt es so viel Kampfkraft, will ich wissen. ich mache einen Spaß. Es ist ein Witz. Ein absoluter Witz ist das. Das war ziemlich gut. Blockieren ist das, was wir gerade upgraden. Blockieren. Okay. Ich schlaf gleich ein, Mann. Wieso dauert das so lange? Das ist so insane, Alter. Holy Macaroni. Oh, aber Schadensreduzierung kriegen wir fertig heute. Oh, nice. Nice, Schadensreduzierung fertig. Nice. Okay. Wenigstens mal ein Lichtblick, dann muss ich das nie wieder machen. Zumindest nicht bei der Rüstung. Oh, Baby. Endlich mal gute Nachrichten. Jetzt sind wir bei 6.000 von 6.000... Was ist das? 300? Müsste jetzt eigentlich gleich fertig sein. Und boom. Er ist noch nicht fertig. 6000, da jetzt. 6381. Nice. Und ich habe noch 250 übrig. Und dann haben wir noch Schadensreflexion. Das dauert noch ewig. Da sind wir bei 6500 von 12700. Also gerade mal bei der Hälfte. Also noch 2 Jahre. Chillige 2 Jahre Spielzeit. Dann haben wir es. Ja, moin. Ja, wenn es weiter nichts ist. 2 Jahre Spielzeit. Ja, da habe ich eh nichts vor. Einfach nur abnormal. Aber gut, es bringt halt auch einfach absolut überhaupt nichts. Also ob das jetzt hier auf Maximum ist oder nicht, es macht halt literally keinen Unterschied. Selbst wenn jemand genau gleich stark wäre, so wie du, also genau die gleiche Ausrüstung, genau die gleichen Upgrades, genau das gleiche Level, alles exakt gleich.
Und der einzige Unterschied wäre, du hättest alle deine Runen auf Max und er, sagen wir mal, hat die Hälfte von dir. Also bei allen Runen nur die Hälfte und bei allen Elementen. Es würde halt literally keinen Unterschied machen. Ich meine, klar, vielleicht schlägt er daneben oder du weichst aus oder du blockierst. Aber diese Wahrscheinlichkeit hast du ja immer. Also, ich meine, das kann ja auch passieren. Also, ich meine, du kannst auch, selbst wenn du, keine Ahnung, 50 Milliarden Blockrate hast, oder zumindest im Life Legacy ist es ja so, kann dich trotzdem jemand treffen. Also, ich meine, du bist ja davor dann nicht immun oder so. Und das macht so wenig aus, dass es halt wirklich so ist. Ja. Trifft er dich halt, hat er halt einfach ein bisschen Glück und schon ändert sich nichts. Hier haben wir auch noch Schadensreduzierung, zum Glück nur 1200. Okay, das haben wir dann quasi auch beim nächsten Mal schon direkt fertig. Nice. Das ist nice. Oder vielleicht schaffen wir es jetzt sogar noch? Naja. Vermutlich nicht. Nope. Okay, 838. Und hier haben wir noch... Ach, nein. Hier haben wir noch 580 Ausweichen machen die hier, okay. Lustigerweise geben die Runen auch bei jedem Item andere Effekte. Na. Gut, das ist nicht so ungewöhnlich, aber das ist erwähnenswert. I schätze. Der ganze Schmarrn hier jetzt 10 Minuten sich dieses Upgraden reinziehen. Und das alles wird uns halt am Ende, wie viel Kampfkraft gegeben haben? 5000? Wahrscheinlich nicht mal. Wahrscheinlich nicht mal. Da müssen wir noch meine Geschenkboxen öffnen. Nicht, dass ich das noch vergesse. Oh, endlich vorbei, Alter. Holy moly. Was für ein Geraffel. Alles schön wieder einlagern. Okay, dann noch Geschenkbox-Opening. Sind eh nur 60 Stück. Das müsste ziemlich schnell gehen. Seid so belastend, dass hier keine Wiederbelebungssteine drin ist. Das wäre das einzig Gute, was man hier rauskriegen könnte, wenn es drin wäre. Das ist natürlich nicht drin. Schriftrolle des Schutzes, habe jetzt nicht aufgepasst, aber wahrscheinlich nicht. Nope, Sir. Mist. Okay, dann zack, zack, zack. Gut. Und dann haben wir noch 1,5 Milliarden Penya und heute ist Sonntag. Das heißt, ich kann auch noch mein Skill upgraden. 1, 2, 3. 896% Schaden. Noch ein Upgrade, dann sind es sogar schon 900% Schaden. Ursprünglich waren es 800% und damit ist das Skill auch schon wesentlich stärker als der durchdringende Schuss. War er natürlich vorher schon, aber jetzt nochmal krasser. Also meine Hoffnung ist immer noch, wenn man den hier auf 80 von 80 hat. Ich meine, es ist lächerlich, ich weiß. Ich bin der Erste, der gesagt hat, dass das lächerlich ist. Vor allem der Cooldown von dem Skill ist lächerlich und dass der Cooldown auch nicht weniger wird, je krasser du den Skill levelst, ist auch lächerlich. Aber... Wenn man jetzt da, wie gesagt, noch 60 mal 8% drauf rechnet, ich meine, das ist dann schon insane. Also das Skill wird dann irgendwann ein richtiges One-Shot-Dingens werden, hoffentlich. Und ja, dann haben wir noch Tierbuch hier, sehe ich gerade. Kann noch ein bisschen was hinzufügen. Ja. Orb-Swap geht da auch noch was. Orb-Swap geht einiges. Wir sind Resets verpasst anscheinend. Ja. Ich muss zugeben, ich bin bei Life Legacy echt nicht mehr so aktiv. Also es dauert mir einfach doch ein bisschen zu lange alles. Und es erfordert alles so viel Zeit. Also das Spiel ist jetzt so... Ich meine, ich weiß, da sind viele oder eigentlich alle Mobile Games aufgebaut, aber... Life Legacy schafft es halt dir wirklich einfach gar keinen Progress zu vermitteln. Und das ist halt so belastend. Also man fühlt sich ja bei Life Legacy wirklich so, als würde man spielen. Und es spielt keine Rolle, was du machst. Es ist vollkommen egal. Du kannst... Also... Es ist einfach so sinnlos teilweise, es ist crazy.
Ja gut. Achso, haben wir jetzt schon die Ruhmzeichen benutzt? Das habe ich schon wieder vergessen. Ja, haben wir. Penny habe ich auch. Okay. Gut, dann danke euch auf jeden Fall fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Würde mich selber ein Like, Kommentar und ein Abo von euch freuen. 36,19 Millionen Kampfkraft haben wir jetzt. Also ich habe safe mit 36,1 angefangen. Das heißt, wir haben mit all dem, was wir jetzt gemacht haben, Begleiter plus das ganze Zeug, nicht mal in ansatzweise 100.000 Kampfkraft bekommen. Das ist lächerlich. Nach wochenlangen und bei den Elementen und Runen monatelangem Warten und Sparen. Das ist krank. Ciao, ciao.